Hallo zusammen, herzlich willkommen. Das dort ist der neue Gaming-PC für etwa 700 bis 750 Euro. Und diesen werde ich euch heute zeigen, was er kann, aus welchen Teilen er besteht. Natürlich werde ich ihn auch testen im brandneuen Battlefield 5. Und damit wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß. Doch wenn du jetzt schon sagst, hör zu, essentially 700 Euro sind mir doch ein bisschen zu viel, dann empfehle ich dir wirklich ganz hart mit richtig viel RGB-Power meinen letzten 500 Euro Gaming-PC, der ist hier oben in der Ecke verlinkt. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ich wünsche dir viel Spaß und ab geht's. Bei der CPU setze ich auf den AMD Ryzen 5 2600. Dieser Prozessor bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist in seiner Klasse unschlagbar. Er taktet auf allen 6 Kernen mit bis zu 3,9 GHz Turbo-Takt und lässt sich zudem auch noch gut übertakten. Außerdem ist der Prozessor sehr stark in der Multicore-Performance und wird in der Box-Version mit einem Kühler geliefert. Der Kühler reicht an sich aus, um die CPU auf 4 GHz übertaktet zu betreiben, aber das Ganze nicht sonderlich leise bzw. kühl. Aber trotzdem erzielt der Ryzen 5 2600 zu 4 GHz über 1300 Punkte. Der Ryzen 5 landet auf dem extrem günstigen, aber auch zugleich sehr gut ausgestatteten Gigabyte AX370M DS3H. Das Gigabyte bietet den X370-Chipsatz und verfügt über 4 Arbeitsspeicherbänker und übertakten ist dank des X370-Chipsatzes sehr einfach. Zudem gibt es 8x USB, 1x M.2 und einen RGB-Anschluss. Das AX370M DS3H braucht übrigens kein BIOS-Update, um mit den Ryzen 2000er CPUs klarzukommen. Beim Arbeitsspeicher setze ich natürlich auf die altbekannten und sehr guten 60 GB DDR4 mit 3000 MHz von G-Skill. Das Netz ist ein BeQuiet System Power 9 mit 400 Watt. Es überzeugt mit einer Top-Qualität, allen wichtigen Schutzschaltungen und ist mit einer DC-zu-DC bzw. Multi-Rail-Technik ausgestattet, 80+ Bronze-Zertifizierung und einen leisen 120er Lüfter gibt es ebenfalls. Dazu. Auch in diesem PC kommt die sehr beliebte und sehr schnelle 1 TB Festplatte von Toshiba zum Einsatz. Diese Platte rotiert mit 7200 Umdrehungen pro Minute und ist trotzdem sehr leise. Dazu gibt es noch eine 240 GB SSD von Kingston als Systemmedium. In Kooperation mit Kingston möchte ich dir allerdings auch heute noch die deutlich schnellere und sehr günstige NVMe M.2 A1000 SSD ans Herz legen. Die Kingston A1000 M.2 Einsteiger SSD ist im Vergleich zu klassischen Festplatten bis zu 20 mal schneller und in der 240 GB Version kaum teurer als eine herkömmliche SATA SSD. Die 240 GB Version bietet bis zu 1500 MB pro Sekunde im Lesen und bis zu 800 MB pro Sekunde im Schreiben und wird über M.2 PCI Express 3.0 X2 angebunden. Werde heute noch Teil der Community über den Hashtag Live Upgraded und mehr zur SSD gibt es in der Videobeschreibung verlinkt. Als Gehäuse setze ich auf das S1000 von Charcoon, ein kleiner kompakter Tower mit einem großen Sichtfenster und 2 Lüftern ab Werk. Einer davon leuchtet sogar, aber ansonsten gibt es auch hier noch eine schicke Netzteilabdeckung und jede Menge Platz für deine neue Hardware. Selbst Radiatoren und überlange Grafikkarten passen ohne Probleme in das S1000 Gehäuse hinein. Bei der Grafikkarte setze ich auf die AMD Radeon RX 580 mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher. Es handelt sich bei diesem Modell um die MSI Armor Version und dank der guten Treiber und FreeSync Support ist diese Karte sehr interessant und ist dank ihrer Leistung schnell genug, um auch aktuelle Spiele mit sehr hohen Einstellungen flüssig darstellen zu können. In der Videobeschreibung verlinke ich dir stets die günstigste bzw. beste RX 580 für deinen neuen 700 Euro Gaming PC. Zusätzlich setze ich auf den Benevis CPU Kühler, um den Ryzen 5 noch kühler zu betreiben und eine geringere Lautstärke zu erzielen. Wer natürlich jetzt schon sagt, okay, jetzt habe ich diese coolen Komponenten. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das Ganze irgendwie zusammenbauen soll. Kein Problem, denn auch dazu gibt es das passende Video oben bzw. auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich brauchst du noch für deinen neuen PC Windows 10. Auch dazu gibt es das passende Angebot unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, baue ich das neue Schätzchen mal zusammen. Wobei, dank des neuen Zeitkontinuums steht das Ding ja quasi dort schon. Und deswegen, ja, würde ich sagen, beginnen wir auch gleich schon mit den Gaming-Tests. Ja, so gesehen haben wir hier das gute Stück. Preis-Leistung steht heute an absoluter erster Stelle. Aber ich finde auch, dieser PC braucht sich an sich erstmal gar nicht zu verstecken. Aber was bringt der beste PC ohne Zubehör? Und so brauchst du noch Monitor, Tastatur und Maus. Headset wäre auch nicht schlecht. Und all das findest du natürlich unten in der Videobeschreibung als Empfehlung verlinkt. Los geht es natürlich mit Battlefield 5 und hohen Einstellungen und DX12 auf der Map Rotterdam. Mit der heutigen Konfiguration sind im Battlefield 5 mit hohen Einstellungen zwischen 70 bis 80 FPS möglich. Auch ohne Raytracing sieht Battlefield 5 sehr gut aus und es macht einfach Spaß.
Ich finde, Rotterdam ist eine der schönsten Maps und was sagt ihr dazu? Ab damit in die Kommentare. Rotterdam bzw. Battlefield 5 läuft echt super und damit war es eigentlich auch schon zu Battlefield 5 und wir switchen damit zum nächsten Game. Star Wars Battlefront 2, heute mit dem Preset hoch auf Javin 4, der üblichen Testumgebung. Auch hier glänzt nicht nur die Grafik, sondern auch der PC. Es gibt keine Mikroruckler, sodass auch Battlefront 2 sehr flüssig mit roundabout 90 FPS läuft. Ein Top-Ergebnis, aber in diesem Bereich habe ich auch diesen Gaming-PC erst einmal grundsätzlich gesehen und die Stormtrooper haben es wahrlich nicht leicht mit mir als Jedi-Meister, aber das war's auch schon zu Battlefront 2 und wir machen weiter. Natürlich geht es weiter mit ACO, mit hohen Einstellungen, wie gesagt in Full HD. Als echter Threadripper ist ACO immer eine gute Herausforderung für jeden PC, aber der Ryzen 5 2600, für den ist das alles kein Ding. Im Schnitt erziele ich mit dieser Konfiguration in ACO 60 FPS. Damit sieht ACO sehr gut aus und es macht einfach Spaß, mit dem guten BIOC herumzulaufen. Mehr als 60 FPS sind natürlich da noch möglich mit geringeren Einstellungen bzw. reduzierten Grafikporn möglich. Dennoch sind 60 FPS gut und damit geht es auch schon weiter mit Dirt 4. Dirt 4 heute in Full HD mit 75 Hz und hohen bis sehr hohen Einstellungen. Das Ergebnis sind konstante 60 FPS und mehr, mit denen es sich super zocken lässt. Mitunter gibt es je nach Streckenabschnitt auch mal über 70 FPS und das wohlgemerkt bei den heute gewählten Einstellungen. Dirt 4 sieht mit diesen Einstellungen natürlich auch optisch sehr schön aus und es macht natürlich auch hier sehr viel Spaß wieder so ein bisschen rumzuknattern, aber damit würde ich sagen, genug Dreck für heute eingeatmet und weiter geht's mit PUBG. PUBG ist natürlich weiterhin mit Full HD mit hohen Einstellungen dabei, einzig das Laub ist auf sehr niedrig eingestellt. Auch PUBG läuft locker mit über 90 FPS, je nachdem wo ich mich gerade befinde, gibt es auch mal über 100 FPS und mehr. Natürlich macht es Spaß und es ist natürlich geil, dass man für relativ überschaubares Geld so gut PUBG zocken kann, aber ohne das passende Gaming-Zubehör geht es natürlich nicht, auch dazu gibt es meine Empfehlung unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ist es heute sehr ruhig, fast schon so ruhig, dass mir langweilig wird und damit machen wir den nächsten Step nach Los Santos. Los Santos hat uns zurück mit sehr hohen Einstellungen im 7er BMW. Dieser Stadtteil ist bekannt für den enormen Hardwaregebrauch, aber trotzdem verhält sich das System hier sehr gut. 50 bis 60 FPS sind kein Ding, in anderen Stadtteilen gibt es auch mal direkt über 70 bzw. 80 FPS. Was will man mehr? Der Klassiker läuft damit sehr gut und wir schauen uns mal an, wie sich dieser Gaming-PC für 700 € in 3D Mark so schlägt. In Firestrike erzielt das heutige System 12.567 Punkte und in TimeSpy 4.540 Punkte. Hier noch der Vergleich zum letzten 500 € Gaming PC, als natürlich auch dem letzten 1.000 € PC samt GTX 1070, auch hier das Ganze im schönen Mittelfeld zu betrachten. Der 500 € PC bietet natürlich auch für seine Preisklasse enorm viel Leistung, aber wirklich deutlich krasser ist es mit dem 1.000 € PC. Die Videos dazu sind natürlich auf meinem Kanal bzw. auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Temperaturtechnisch ist das alles soweit im absoluten Rahmen. Durch den Benevis wird die CPU mit 4 GHz keine 70 Grad warm. Die MSI-GPU habe ich aufgrund des recht kompakten Kühlers heute nicht übertaktet, denn auch so schon wird die Karte recht warm. In der Summe verbraucht ein solcher Gaming-PC ca. 300 Watt. Alles in allem bekommst du derzeit für 700 bzw. 750 € super viel Leistung geboten durch die Kombination des Ryzen 5 2600 und einer RX 580. Die Preise bei diesen Grafikkarten sind aktuell schon mal ziemlich, naja, stark im Wandel, deswegen gibt es heute keine dedizierte Verlinkung zu einer exakten Grafikkarte, sondern ich werde stets gucken, welche Grafikkarte am günstigsten ist und diese natürlich unten in der Videobeschreibung hinterlegen. In der Summe bin ich sehr zufrieden mit dieser Gaming-PC-Konfiguration. Was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare so rein. Und damit sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das steht natürlich schon in den Startlöchern und bis dahin noch eine entspannte Hardware-Zeit. Bis neulich und ganz genau, ciao!